Im Kreissaal stößt das Klinikteam bei zwei Schwestern aus schwierigen Familienverhältnissen auf Ungereimtheiten. Und alsbald geht es für eine der beiden um Leben oder Tod. Hallo miteinander. Ein neues Gesicht. Guten Tag. Mein Name ist Wagner. Ich bin die Kreissaalärztin und Sie sind die Chiara. Soll ich Chiara sagen? Ja, gerne. Okay, und? Ich bin Leonie, die Schwester. Ah, die Schwester. Okay, gut. Und was haben wir für Eckdaten? Ja, die Chiara, die ist 39 plus 5 Schwangerschaftswoche, hat jetzt Wehen. Wie lange schon? Eine Stunde ungefähr. Ja, und sie veratmet die jetzt hier schon. Also wunderbar. Okay. Ist schon die Geburt quasi in Gange. Okay. Und ist in der Vorgeschichte irgendwas Besonderes? Haben Sie Allergien? Nee. Keine Allergien. War während der Schwangerschaft irgendwas Besonderes? Nein, lief alles wirklich super. Okay. Aber vielleicht würde ich noch erwähnen, sie hatte, als sie jugendlich war, eine Zyste im Eileiter, die operativ entfernt wurde. Das ist gar nicht so wichtig, das ist schon lange her. Ja, das ist schon wichtig, ne? Weil wenn es da Verwachsungen gibt oder so, dann kann das schon bei der Geburt auch mal ein Hindernis sein. Ne? Schon gut, wenn ich alle Informationen habe. Da die junge Frau sich nicht im Kreissaal angemeldet hatte zur Geburt, mussten wir natürlich neben den persönlichen Daten, den Personaldaten und Kontaktdaten auch noch die Gesundheitsanamnese erheben. Und da macht es mir augenscheinlich den Anschein, dass die Frau versuchte, uns etwas zu verheimlichen. Ehemann, darf ich mal ganz kurz sagen, oder Kindsvater? Nee, der will nichts zu tun haben mit dem Kind. Okay. Ich unterstütze sie heute. Okay, und Eltern oder so? Wir sind in Pflegefamilien aufgewachsen. Okay, ich frage nur, ne, so infohalber. Ihr macht es heute allein, klasse, gut. Ich untersuche dann einmal, Sie müssten gerade mal die Hose vielleicht kurz ausziehen. Ja, das genau. Einmal aus dem rechten Hosenbein rausschneiden. Dass ich da mal kurz gucken kann, wie weit wir sind. Der Muttermund ist der Geburtskanal, durch das das Baby nach außen tritt. Am Anfang ist er natürlich geschlossen und ist auch noch relativ lang. Und später bildet sich dann ein Trichter und dann geht der Muttermund auf. Dann ist er am Anfang geschlossen, 1 cm, 2 cm und etwa vollständig ist er, wenn er bei 10 cm geöffnet ist. Das ist für uns das Zeichen, dass die Geburt nun unmittelbar bevorsteht. Da haben wir schon 7 cm, ne? Das ist klasse. Ja. Gut, also so arg lang dauert es wahrscheinlich nicht. Einmal kurz stören. Ich wollte Sie unten aufnehmen in der Zentralaufnahme. Ich bräuchte Ihre Versichertenkarte. Die haben wir vergessen in der ganzen Aufregung. Ist ja alles so spannend jetzt. Die reichen wir einfach nach. Ja, okay. Ja, gut, dann müssen wir da erstmal einen Moment abwarten. Aber Sie bringen die sicher heute noch vorbei, ja? Natürlich. Also, ich hätte auch noch eine kurze Bitte. Vielleicht könnten wir gerade mal den Mutterpass noch anfordern vom niedergelassenen Gynäkologen. Den Mutterpass, den haben wir? Nee, den haben wir ja hier. Ah, gut. Nee, aber einfach so ein paar, die Voruntersuchungen, wie das da genau war. Genau die Infos vom Gynäkologen. Vielleicht hat der da noch ein paar Sachen. Das fehlt vielleicht noch. Genau, okay. Wir hatten jetzt gerade rausgekriegt, ne, dass da mal eine Zyste war. Ja, aber das haben wir ja schon gesagt. Also da aber ne, es ist wichtig, dass ich genau weiß, was da war, damit ich mich drauf einstellen kann. Ne? Ist ja nicht schlimm. Ne? Ich melde mich da noch mal und wir können uns dann die Sachen zufaxen. Genau. Sobald ich was habe, bin ich rein. So machen wir es, genau. Mir war die Situation irgendwie nicht ganz klar. Man merkte Unsicherheiten bei der Schilderung von der Gebärenden und auch ihrer Schwester. Mir kam irgendwas nicht ganz koscher vor. Deshalb zog ich es in dem Fall vor, genaue Akteneinsicht zu haben, um zu sehen, ob eventuelle Pathologien im Verlauf aufgetreten waren. Und ihr kommt ja jetzt zurecht. Ne? Also ihr könnt später auch was gegen die Schmerzen haben. Und Hebamme hilft Ihnen bei allem mit Rat und Tat. Und wenn es dann soweit ist oder wenn was ist, dann bin ich sofort bei Ihnen, okay? Während die Hebamme Erstlingsmama Chiara auf den kräftezehrenden Geburtsvorgang vorbereitet, deuten sich weitere Diskrepanzen an. Widersprüche, die vermuten lassen, dass die werdende Mama und ihre vermeintlich jüngere Schwester Leonie mit gezinkten Karten spielen. Oh, es kommt schon Druck. Mhm. Okay. War vollständig gewesen alles? Ja, der Muttermund ist jetzt vollständig. Okay, super. Ne? Das heißt, jetzt geht langsam der Druck los. Dann können wir gleich mal eine Presswehe probieren. Perfekt. Ne? Okay. Die Schwerkraft hilft Ihnen ja bei dem Gebärhocker mit. Das ist eine ganz tolle Sache.
Aber ich lasse Ihnen jetzt das Kommando der Hebamme, die führt Sie jetzt durch die Geburt. Ne? Schön ankommen lassen, tief einatmen. Ja, Zeit, kannst du einfach kurz herkommen? Ich denke, ne? Okay, jetzt nochmal atmen. Ich habe gerade die Infos vom Gynäkologen bekommen. Ja. Also die Chiara war nur ein einziges Mal da zur Untersuchung. Die haben dort ein Organscreening gemacht. Das war das einzige Mal. Und von einer Operation oder von einer Zyste wissen sie nichts. Also es ist wirklich alles hier im Mütterpass eingetragen. Ach, und noch was. Sie hatte doch bei uns keine Versichertenkarte. Ja. Die hatte sie da auch nicht vorgelegt. Aber sie hat die Rechnung bezahlt. Also das hat sie schon gemacht. Ich vermute, dass sie wahrscheinlich gar nicht versichert ist. Ne? Das hat man ja häufiger. Aber ich würde sagen, wir lassen sie jetzt damit ganz in Ruhe. Ne? Sie ist jetzt gerade unter der Geburt. Es geht gleich richtig los. Ne? Und dann reden wir danach mit. Okay? Bereit jetzt schon mal alles vor. Wie gesagt, Baby kommt gleich. Ne? Und ich gucke noch mal hin. Also Bett alles schon mal anmelden, mache ich. Natürlich machte mich der Versichertenstatus der Patientin stutzig. Allerdings wollte ich sie jetzt während ihrer Geburt nicht mit solchen Banalitäten stören. Trotzdem sollte die Geburt nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Chiaras Wehen kommen in immer kürzeren Abständen und die Geburt ihres Sohnes steht unmittelbar bevor. Doch obwohl zunächst keinerlei Komplikationen auftreten, soll sich kurz nach der Entbindung eine lebensbedrohliche Situation anbahnen. So, nochmal ganz tief. Ja, nochmal Luft holen. Nochmal Luft holen. Und auf die nächste Wehe. Die nächste Wehe ist schon die Wehe. Ist nur Druck, ne? Moment abwarten. Wirklich warten, bis die Wehe kommt, ja? Der Vorteil an einem Geburtshocker ist, dass die Frau in den Presswehen die Schwerkraft sich zunutze machen kann und der Druck, der ja nach unten geht, durch die Schwerkraft quasi mit unterstützt wird. Und auspusten, jetzt einmal pusten. Als wolltest du ganz viele Geburtstagskerzen auspusten. Sehr gut, sehr gut. Ganz toll, ja, das Köpfchen ist da, super. Da haben wir es. Ich gehe gleich mal rüber. Sehr gut. Du hast es geschafft. Das ist da. Mal. So. Und? Oh, wieder ganz ruhig atmen. Ganz ruhig atmen. Ja. Sehr gut. Es ist immer sehr schön, wenn die Frau, die Gebärende, eine Begleitperson dabei hat. Und dann ist es immer schön, die Begleitperson auch einzubinden. So, kommen Sie mal. Das ist das Baby. Hi, hier ist der kleine Mann. Oh, wie süß. Ja. Ganz süß. Oh, herzlichen Glückwunsch. Danke. Das haben Sie so toll gemacht. Oh. Ne? So. Ja. Die Gebärmutter steht noch ganz hoch. Ich habe gerade einen K-Urin gemacht. Oh. Ja. Oh, es blutet zu stark. Ja. Ist alles gut? Guck mal. Süß. Ja. Blase ist leer. Die blutet ganz ordentlich. Ja. Ne? Ja. Ich freue mich. Blutet sehr stark. Hey. Mach noch mal, mach gleich mal Oxytocin, Kopf noch mal hin. Ist alles in Ordnung? Es blutet ein bisschen. Ne? Ich denke, wir versuchen das jetzt noch mit dem Tropf. Kurz noch den Tropf dran. Ne? Ordentlich reinlaufen. Ja. Ne? Leonie? Ein bisschen schwindelig. Ja. Bleib bei uns. Chiara, hallo. Ja. Das wird wieder alles auf. Wir brauchen hier eine Küretage. Ne? Okay. Leonie, einen Moment, Chiara. So nicht zum, Leonie, so nicht zum Stehen. Ich brauche Sie mal. Hier, wir nehmen jetzt das Baby und setzen sich mal schön hier hin. Dass die junge Frau plötzlich mit dem Namen ihrer Schwester angeredet wurde, hat mich einen Moment stutzig gemacht. Da es sich aber dann auf eine Notfallsituation zuspitzte, habe ich mich schnell dafür entschieden, mich um die Mutter und das Kind zu kümmern. Ja, wir müssen also die Plazenta rausholen, ne? Die Plazenta kommt nicht und sie hat eben eine sehr starke Blutung. Wir müssen nachher noch Konserven kreuzen für sie, ne? Ja, so. Sehr gefährlich. So, jetzt mal, komm mal. Komm mal, Chiara. Die
Die frisch gebackene Mama ist nicht mehr ansprechbar, verliert viel Blut und muss sofort in den OP. Erst 2 Stunden später ist die junge Frau außer Lebensgefahr und kann endlich ihr Baby wieder in die Arme schließen. Was ist denn passiert? Ja, also soweit, Sie haben es ja vorher mitgekriegt, ne? Wir hatten das Problem, die Geburt war ja alles in Ordnung gewesen, aber dann hat sich die Plazenta leider nicht gelöst und das hat dazu geführt, ne, die Gebärmutter hat sich nicht so richtig kontrahiert, wir haben das dann erst noch mit Medikamenten versucht, hat aber nicht richtig geklappt und bevor sie dann zu viel Blut verliert, ja. Ne, da muss man halt dann schnell schalten und das haben wir auch gemacht. Dann haben wir schnell der Anästhesie Bescheid gesagt und ich habe dann die Plazenta manuell gelöst, so nennt man das. Das heißt, ich habe die Plazenta-Reste alle entfernen können. Das ging auch gut. Ne? Die Blutung ist jetzt soweit stabil, aber wir mussten ja doch 2 Blutkonserven geben. Nein, ach du Arme. Na, das war dann, ja. Eine sogenannte Plazenta accreta kommt etwa bei einer von 2500 Geburten vor. Darunter versteht man eine festgewachsene Plazenta, die sich nicht löst. Deshalb kann sich dann auch die Gebärmutter nicht ordentlich kontrahieren, weshalb es zu starken Blutungen kommt, die dann eine manuelle Plazenta-Lösung erfordern. Ja, jetzt noch ganz kurze Frage mit der Versichertenkarte. Wie war das gewesen? Ja, die haben wir vergessen in der Eile zu Hause. Die reichen wir nach. Ja, weil also ich hatte so den Verdacht, Sie haben ja auch, wir haben ja natürlich das, vorher die Akten angefordert, na, und da wurde uns eben berichtet, dass Sie beim Gynäkologen auch nicht die Versichertenkarte hatten. Und dann hatte ich so den leisen Verdacht, dass Sie vielleicht nicht versichert sind. Doch, klar. Ja, sind wir versichert. Sie sind versichert. Okay, habe ich falsch dann interpretiert. Ja, Entschuldigung. Das ist wohl ein Fehler gewesen. Ja, genau. Ja, geht es Ihnen denn jetzt wieder besser? Sie sind ja vorhin so mit den Namen durcheinander gekommen. Da haben Sie plötzlich Ihren Namen gerufen, Leonie, ja. Ne, wo es der Chiara so schlecht ging. Ja, da war ich auch um Sie ein bisschen in Sorge. Ach nein, das war nur der Stress und die Aufregung gegen den Kleinen. Und ja, jetzt ja, stimmt, das, ne? Das ist mir aber auch aufgefallen. Sie haben Sie ja. Dann, bevor wir operiert haben, haben Sie Leonie gerufen. Nee, das haben Sie sich verhört. Also, ja. Also ich, wir beide. Wir sollten aufhören zu lügen. Nein, ach, alles gut. Ich will Mutter von dem Kleinen sein und nicht nur Tante. Bist du dir sicher? Ja. Jetzt, wo ich ihn so sehe, mein Herz blüht auf. Also, no. Ich kann mir nicht vorstellen, nur Tante zu sein. Ja, also. Was ist denn los? Sie ist ja noch minderjährig und wir hatten Angst, dass das Jugendamt nicht mir das Kind überlässt. Ich habe gesagt, dann mache ich das. Wir können den Kleinen ja nicht abgeben. Und dann haben wir das halt vertauscht und auf der Versichertenkarte. Wir wollten ja nicht, dass es auffällt. Und deswegen haben wir die einfach nie vorgezeigt und das immer verschoben. Aber wenn du sagst, du nimmst den Kleinen ja jetzt, dann bin ich ja wirklich froh. Ja, wie war denn das? Also wir haben ja auch gesehen, Sie waren nur ein einziges Mal bei dem Gynäkologen gewesen, bei dem Kollegen für das Organscreening, ne? Ja, wir waren bei unserer Hebamme und haben die Rechnungen dann einfach mal selber bezahlt. Also es ist natürlich, müssen Sie wissen, ne, das, was Sie da jetzt gemacht haben, das ist nicht so richtig koscher. Ne? Ja. Es ist, wenn man es jetzt streng nimmt, Versicherungsbetrug. Ja, aber der Kleine, wir konnten ihn doch nicht abgeben. Wir sind doch selbst in Pflegefamilien aufgewachsen. Ja. Das hätten wir dem Kleinen nicht antun können. Also, wir werden natürlich jetzt keine Anzeige machen, ne? Aber Sie müssen die Sachen klären, weil das geht natürlich nicht, sowas ne, zu machen. Ja. Ja, okay. Wir klären das jetzt alles. Jetzt ist der Kleine ja auch da und er ist gesund und dir geht's wieder gut. Für die beiden Mädchen wird das nun natürlich nicht ganz einfach werden. Ich denke aber, es ist sehr gut, dass sie sich gegenseitig haben und auch das Jugendamt kann in einer solchen Situation sehr unterstützend und hilfreich sein. Deshalb bin ich dafür, dass sie sich auch mit dem Jugendamt in Verbindung setzen, dass hier eine absolute Unterstützung stattfinden kann. Nein, sie schafft das schon. Wenn du sagst, du möchtest ihn behalten, den kleinen Louis, dann ist das okay. Dann unterstütze ich dich natürlich auch. Tatsächlich geht Leonie in ihrer Mutterrolle vollkommen auf. Um die Alleinerziehende zu entlasten, hilft die ältere Schwester Chiara der 18-Jährigen, wo sie nur kann. Darüber hinaus bekommt die Erstlingsmama Unterstützung vom Jugendamt und der Familienhilfe.